Du bist total perfekt. Und wenn du willst, dann weiche ich dir, solange du lebst, nicht mehr von der Seite. Genau das will ich. Tut uns leid. Ich bin da. Oh mein Gott. Na, guck dir mal Captain Langschwanz an. Geile Karre, geiler Stecher. Du hast deinen besten Freund an die Bullen verraten. Weißt du was? Leck mich doch. Was läuft hier? Ich war in einen Banküberfall verwickelt. Du bist ein Bankräuber? Ich wusste, dass du so reagieren würdest. Er würde nicht so reagieren. Ein Soziopath? Du verdienst einfach was Besseres. Ich ging zu Footballspielen, wurde dort ohnmächtig und vergewaltigt. Ich habe immer nur an meinen Freund gedacht und ich bekam, was ich verdiente. Aber bei dir ist das nicht so. Du schuldest mir was. Wovon redest du, Mann? Ich war 8 Monate lang im Gefängnis. Und was ist daran so schlimm gewesen? Ich wurde arschgefickt. Man hat mich dort in den Arsch gefickt und du bist schuld. Tut mir wirklich echt leid. War es ein Schwarzer? Warum hätte er schwarz sein sollen? Ich sage, wenn ich schwarz wäre, würde ich mich nicht schwul fühlen, nur weil ich einen Weißen ficke. Das kannst du vergleichen mit maskulinen Frauen. Kannst du mir sagen, wovon du da redest? Bleib jetzt einfach cool, okay? Was soll das werden? Ich benutze die Pouncer-App. Ich suche Kerle, die Kontakt wollen. Zum Kaffee trinken oder? Nein, ficken. Du drückst nur einen Knopf und 5 Minuten später triffst du einen Fremden. Ihr habt Sex. Oder holt euch einen runter. Ja. Okay. Gib's mir. War es einer dieser Weißen, so ein fieser Nazi? Charlie, egal ob Latino, einer aus Tonga oder ein Perser. Ich wurde von einem Filipino Arsch gefickt, okay? Ach, Mann. Ich meine, so wie alle Schwarzen uns als Frauen sehen, empfinde ich zum Beispiel Asiaten als weiblich. Das ist wie Sex mit einer Asiatin. Also ein Schwanz in deinem Arsch fühlt sich nicht wie Sex mit einer Frau an. Nach meiner Erfahrung.